Neues Fortnite-Update heute, Leute. Ich zeige euch alle geleakten Skins. All new leaked Skins in Fortnite 14.3.0 Update. Ja, wenn ihr das feiert, lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch da. Wenn ihr sagt, hey, ich hätte auch gerne diesen Daredevil-Skin, gerne dann lasst mich das mal in den Kommentaren wissen, weil ich verlose Skins, 64 Fortnite-Skins in Fortnite Season 4 in Woche 7, Woche 8, Woche 9 und Woche 10. Kannst du noch Skins gewinnen? Und alles, was du machen musst, ist, schreib einfach deinen Epic Games-Namen unten in die Kommentare. Wenn du das feierst, dass ich so viele Skins verlose, lass doch einfach einen Daumen hoch da. Kostenloses Abo. Und mach die Glocke an. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns einfach mal die ganzen neuen Skins, Gleiter und so weiter im neuen Fortnite-Update an. Ja, Leute, ich glaube, den Skin, den die meisten interessieren, das ist Daredevil, ne? Ja, schon ein ziemlich geiler Skin. Ich denke, den werde ich verschenken, wenn er dann im Shop ist. Ich suche noch Leute, die mit mir das Turnier spielen. Am Mittwoch kommt auf meinen Discord-Server. Ich werde dann am Mittwoch reinschreiben, hey, ich suche Leute fürs Turnier. Und dann werde ich ein paar Leute aussuchen, die mit mir das Turnier spielen werden, ja. Wie gesagt, die Leute, die beim Turnier nicht gut genug sind, die können sich den dann kaufen. Ich werde den dann verschenken an die Gewinner der jeweiligen Woche, wann er endlich im Shop ist. Und was haben wir denn hier noch so schönes? Gnash, ah ja, hier neuer Halloween-Skin, Leute, neuer Halloween-Skin in Fortnite Season 4. Der sieht creepy aus, würde ich sagen. Wir haben dann hier die männliche Variante vom letzten Season-Bundle-Skin, auch sehr, sehr nice. Wir haben Grimmor, die sieht cool aus, finde ich gut, gefällt mir gut, ja, finde ich cool. Mitternachtsdüsternis, ja, okay, die haben Stile, ne? Ich sollte vielleicht mal die Stile zeigen, aber machen wir gleich noch. Und modische Anarchie, okay, das ist quasi der Spinnenskin ohne Spinnen-Style. Wir gucken uns mal ganz kurz den Daredevil an, den gibt es dann in dunkel mit roten Augen, illustrierter Daredevil. Ah, guck mal, das sieht dann aus wie in Comics, ne? Nice, finde ich gut, okay, wie sieht der aus, was hat der für Stile? Verfluchte, okay, what the... Okay, dann haben wir hier, den hat keinen Stil, sie hat einen Hoodie. Okay, cool, finde ich gut. Müssen wir mal hier die Skins wieder auswählen. Was hat sie für einen Stil? Ohne Brille. Finde ich auch gut. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr am besten findet, weil die könnt ihr einen Skin gewinnen. Einfach Epic Games Namen in die Kommentare schreiben und sagen, welchen Skin ihr am besten findet. Das ist wie Düsterbomber, ne? Nachtbomber, ah ja, okay. Violetta. Der Switch-Skin ist nice, ne? Gibt es in blau und hellblau mit Muster. Switch-Skin finde ich gut. Es könnte so ein neuer Schwitzer-Skin werden, Leute. Was ist denn das hier? Blau. Pitstop. Finde ich gut. Und den gibt es dann als Mann. Okay. Auch wieder vier Farben. Okay. So, wir gucken uns ganz kurz die Backblinks an. Da haben wir den Radarsinn. Der wird bei. Ah ja, okay, der sieht cool aus. Seht ihr das? Ich zeige ihn mal mit dem Daredevil. So, Leute, dann haben wir Radarsinn. Das ist quasi hier, ihr seht schon, beim Daredevil, ne? Das ist dann so eine. Also, das ist ein cooler Backblink, weil der versperrt einem nicht die Sicht, ne? Dann haben wir hier Nietentasche. Wir haben Feuerodem Rucksack. Wir haben Pleder-Rucksack. Wir haben Holo-Schädel. Okay. Wir haben kleiner Gnasi, oh kleiner Gnasch. Dann haben wir hier das Schnitters Rückenschild. Ah ja. Schnittige Tasche. Oh, Flügel. Es gibt neue Flügel. Es gibt neue Flügel, Leute. Aber der ist natürlich der Beste, ne? Oder? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. So, Leute, Spitzhacken gibt es natürlich auch. Der wird Schlagstöcke. Und wieder illustriert. Das sieht echt nice aus. Muss ich sagen, gefällt mir echt gut hier gerade. Elektrosense, da gibt es auch wieder zwei Stile. Standard und Blau, okay. Was haben wir noch so? Blühendes Verderben. Dunkle Tage. Hacke der Verdammnis. Oktan, okay. Schnittenspalte. Vamp-Axt, okay. Ja, wenn ihr wollt, dass ich die Sounds abspiele, ich mache es jetzt einmal mal. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ups, ich habe mir verklickt hier. Ich bin hier gerade ein bisschen... hektisch, würde ich sagen. Okay. Ja, Leute, GG im ersten Take. Erstmal hier direkt die Leiter vergessen. Also das ist ja der Daredevil-Leiter, ne? Wird vermutlich ein Set, gehe ich mal von aus. Oder man muss den einzeln kaufen. Also, wobei, man kennt ja mittlerweile Epic. Der Daredevil-Schwingen heißen die Dinger. Dann gibt es dann wieder ein illustriert und normal. Ne? Ich finde die illustrierten Skins sehr, sehr nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich eine coole Sache. Und dann haben wir noch ein Trumpfsäge. Ja, komm, grüner Gleiter, weiter geht's.
So Leute, gibt auch ein paar neue Lackierungen. Bernstein, Extrablatt ist cool. Libellen, Schimmer und Weitsichtig. Ja, aber sind alle grün, ne? Also finde ich jetzt nichts so Besonderes. Hier kann man irgendwie mehr Stile auswählen, aber ich kann es irgendwie gerade nicht. So, es gibt eine neue Musiktonwechsel. Wenn ihr wollt, dass ich da mal ein eigenes Video hochlade, nur mit der Musik, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ja Leute, das war das neue Fortnite Update, alle neuen Skins im Fortnite Shop. Wenn ihr das Ganze feiert, freue ich mich über einen Daumen hoch, Abo und Glocke. Denkt dran, Abo und Glocke da lassen, dann verpasst ihr nichts mehr. Bekommt eine neue Benachrichtigung, immer wenn es ein, wenn es ein neues Video gibt. Und ihr könnt jedes Video, was ihr guckt, ist eine Chance, einen Skin zu gewinnen. Ja? Jedes Video, was ihr guckt und kommentiert, ist eine Chance zu gewinnen aus der Woche. Ja? Ihr habt diese Woche wieder die Chance auf 7 Skins. Und wie gesagt, wenn der wieder in einem Shop ist, gibt es der mir für die Gewinner. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Ciao.